Mama, können wir wieder mal ins Ninja Home gehen? Das ist eine gute Idee. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Haben wir dieses Wochenende schon was vor? Nein, wenn du willst, können wir dann gehen. Oh ja, darf ich vielleicht Familie Moser fragen, ob sie mitwollen? Ja, das kannst du gerne machen. Hallo, hier ist Lena Kägi. Hallo Lena, ich bin Sarah. Ich wollte fragen, ob ihr am Samstag schon was vorhabt. Und wenn nicht, ob ihr Lust habt, mit uns in die Ninja-Halle zu kommen. Das klingt ja super. Lena wollte da auch schon mega lange hingehen. Echt cool. Dann bis Samstag. Ja, tschüss. Sie kommen. Das ist ja toll. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hallo Lena, schön dich zu sehen. Ja, das finde ich auch, Lena. Guten Tag zusammen. Wir hätten gerne zwei Familienkarten. Wow, ist das cool. Warum hast du mich nicht schon früher mitgenommen? Kommt, Mädels, wir stellen unsere Sachen bei dem Tisch ab. Dürfen wir gleich spielen? Nein, zuerst gehen wir uns alle auf der großen Turnmatte einwärmen. So, zuerst kreisen wir unsere Arme. Und jetzt machen wir 5 Liegestütze. Oh je, ob ich das noch kann? Ich hasse Liegestütze. Jetzt dürfen wir aber gehen. Ja, komm, Mira. Komm mit, Lena, ich bring dir zuerst das Schwingen bei. Okay, ich komme. Das hier sind Lachés. Ich zeig dir am besten gleich mal, wie es funktioniert. Oh je, ob ich das auch kann? Hui, das ist schwieriger als gedacht. Probier vorne deine Hüfte mehr hochzukicken und hinten musst du einen richtigen Skorpion machen. Das heißt, den Rücken total durchbeugen. Okay, ich probier's. Ah, ich kann mich nicht mehr halten. Aua, das tat weh. Aber mindestens hast du es gut geschwungen. Ja, aber ans nächste Lachee komme ich nie. Du brauchst wohl jemanden, der dir das vorzeigt, Lena. Dann mach mal, Papa. Ja, los, komm, zeig, Lukas. Du machst das völlig falsch. Du musst die Beine hinten hochschwingen und nicht dich hochziehen. Ja, sag das doch gleich, Michael. Lukas! Aua, meine Hände! Na, Papa, ist doch nicht so einfach, oder? Ja, Lena. Komm, Lena, wir gehen weiter. Das hier vorne ist der Hangelträger. Der ist ziemlich einfach. Oh, schau, das sind auch unsere Mamas. Hallo, ihr beiden. Hast du gesehen, wie Papa geflogen ist? Oh je, das musste ja so kommen. Ja, Lena Keggi zeigt unserer Lena jetzt das ganze Hindernis vor. Also, du kletterst hier hoch und dann musst du dich einfach getrauen, rüber zu springen. Super, Lena. Okay, das kann ja nicht so schwierig sein. Oh je, das ist irgendwie doch ganz schön weit. Spring einfach. Super gemacht, Lena. Juhu, ich hab's geschafft. Lena, was ist das da hinten? Es ist der Rohrschlitten, da können wir gerne hingehen. Passt aber bloß auf. Na, wollt ihr auch den Rohrschlitten machen? Ja, willst du es uns vorzeigen, Papa? Nichts lieber als das. Dann mach mal, Michael. Zuerst muss man wie ein Profi das Seil hochklettern und dann greift man zum Ring und fährt runter. Und das Ziel wäre es, ans Trapez zu springen. Ja, Lena, wir wissen alle, dass du es am besten kannst. Das werden wir ja noch sehen. Ich kann das bestimmt auch.
Oh je, das ist ganz schön hoch. Trau dich einfach runterfahren. Das ist so hoch, ich trau mich nicht. Ah, eine Spinne. Oh, ich hab's geschafft. Und sogar mit einem Arm. Wow, was ist denn das für eine Granate? Papa, dürfen wir das bitte auch machen? Ja, bitte, Papa. Ich glaube nicht, dass Mama da so Freude hat. Bitte, Papa. Puh, ich weiß nicht so recht. Das ist eher was für Größere. Aber ich bin groß. Na, dann komm her. Lina, könnt ihr eine zweite Matte holen? Oh je, wenn das Mama sieht. Ich will gar nicht dran denken. Dann komm mal her, Mira. Ja, heb mich hoch. Und hast du den Ring? Ja, ich hab ihn. Ach du meine Güte, ist das etwa Mira? Oh nein, was machen die denn? Mira, komm da runter. Mira, jetzt musst du rutschen, bevor Mama kommt. Ich mach schon. Um Himmels Willen. Wow, Mira. Du bist ja richtig ans Trapez geflogen. Papa, kannst du mich runterholen? Ja, ich komme. Das ist ja der Wahnsinn. Geht's dir gut? Ja, es ging mir nie besser. Darf ich gleich nochmals? Auf keinen Fall. Papa, kannst du mich da hochheben? Ja, komm her. Wow, super, Kira. Du kannst das echt gut, sogar besser als ich. Lena, wollen wir noch etwas Akrobatik machen? Oh ja, gute Idee. Ich habe so ein Video gesehen. Da muss ich auf dich zurennen und du hebst mich dann hoch. Wollen wir das probieren? Ja, ist gut. Aua. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie wär's, wenn du mich so über den Rücken ziehst und ich mach so einen Salto? Okay, wir können's probieren. Das sieht ja toll aus. Lena, in 20 Minuten gehen wir. Was? Schon? Ja, wir sind schon total lange hier. Okay, komm, ich muss dir noch die Himmelsleiter beibringen. Oh ja, unbedingt. Also das hier ist die Himmelsleiter. Und wie funktioniert die? Also du musst mit der Stange da hochkommen. Das hier ist die Carbonstange. Und da musst du probieren, deine Hüfte hochzubekommen. Ich zeig's dir einfach einmal. So, und jetzt du. Ist das so richtig? Probier sie im Kreuzgriff zu halten. Das heißt, eine Hand von oben und eine von unten. So? Ja, genau richtig. Du hast es immerhin geschafft, die Stange rauszuheben. Gibt's vielleicht noch eine andere Technik? Ja, du kannst einen Klimmzug machen und wenn du oben bist, dann ballerst du die Stange hoch. Okay, ich probier's mal. Ja, eine Seite ist oben. Und jetzt die andere noch hoch. Juhu, ich hab's geschafft. Mega gut. Das ist ja ein toller Abschluss. Dann können wir jetzt ja gehen. Oh, schade. Danke, dass wir mitkommen durften. Ja, es war toll mit euch. Tschüss, Lena. Tschüss, Lena. Tschüss, Kira. Tschüss, Mira. Bis bald. So, Lukas, du musst deine Griffkraft etwas mehr trainieren. Haha, Michael.